Mein ganzes Leben ist eine Lüge. Willkommen zum heutigen Video. Los geht's mit dieser animierten Geschichte. Hi, mein Name ist Tara und ich komme aus Indien. Bitte liken und abonnieren. Ich bin in einem kleinen Dorf bei meiner wunderbaren, alleinerziehenden Mutter aufgewachsen, die Bäuerin war. Wir hatten nicht viel, aber wir waren sehr glücklich. Das ist doch schön. Um glücklich zu sein, braucht man auch oft nicht viel. Sie war meine beste Freundin. Einmal, als ich fünf Jahre alt war, waren meine Mutter... Ich war noch nie in Indien, Leute. ...Mutter und ich auf einer Beerdigung, als ich plötzlich schrie, Igitt, Mama, hast du gerade gefurzt? Als die Leute sich umdrehten, wurde Mama rot. Natürlich nicht. Dieses Kind ist so dumm. Ich habe noch nie in meinem Leben... Du bist so eine... Ja, genau. Ich habe noch nie in meinem Leben gepupst. Frauen pupsen generell nicht. Wenn ihr das denkt, Freunde, Irrtum. Selbst die schönste Frau auf diesem Planeten ist am Pupsen, Leute. Da gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Das unterschreibe ich euch, ja. Und gut, manche mehr, manche weniger. Aber ja, das dazu. Eine Lügnerin, Mama. Ich höre das die... Leise jetzt. Sei leise, Tara. Die ganze Zeit, dass du das machst. Tara, hör auf. Stinkende Lügnerin, brennende Hosen. Inzwischen brüllten alle vor Lachen, während Mama mich verfolgte und ich singend vorauslief. Die Leute liegen alle am Boden, sie ja. Sie hat gefurzt, sie hat gefurzt. Später hatte ich eine Menge Ärger. Mom never farted. Sie musste einfach einen Aufsatz schreiben, so 5 Seiten nur schreiben. Meine Mutter pupst nicht. Aber mir wurde etwas klar. Ich hatte die Leute zum Lachen gebracht und das hat mir wirklich Spaß gemacht. Danach wurde ich der Witzbold des Dorfes. Meine Mutter fand mich... Einfach schon mit 5 einfach eine Comedy-Karriere. Ich auch lustig. Solange ich mich nicht über sie lustig gemacht habe. Genau, solange man nicht Witze über sich macht, dann ist alles in Ordnung. Über andere ist okay, aber nicht über mich. Als ich 14 Jahre alt war, brachte ich einmal meine Kuh zum Grasen auf die Weide, als ich plötzlich einen Vogel auf den Boden fallen sah. Ich rannte zu ihm und sah, dass er verletzt war. Oh. Als ich versuchte, seine Wunde zu verbinden, kamen 2 fremde Mädchen auf mich zu. Hey, Kuhfladen, der Vogel ist meine Beute, also verschwinde. Ja. Meine Beute? Wer streitet euch jetzt um den toten Vogel? Ah, ja, tu, was mein Chef sagt. Du hast diese arme Kreatur getroffen? Leg dich mit jemandem in deiner Größe an, Hexe. Okay, du hast es so gewollt. Die haben den abgeschossen. Ach, gut, das ist in Indien. Ja, aber nee. Jagen die da Vögel in Indien? Nein. Und damit sprangen sie auf mich und wir... Oder vielleicht was Religiöses irgendwie? Bringt das Glück oder so? ...fingen an zu kämpfen. Die Kuh ist für Tara. Ich kickte sie in den Bauch und als sie vor Schmerz aufheulte, lief ich zu meiner Kuh und ging nach Hause. Kurz nachdem ich dort angekommen war, bemerkte ich, dass die beiden mir gefolgt waren. Sie begannen sich bei meiner Mama zu beschweren, dass ich sie verprügelt hätte. Sie hat angefangen, Mom. Oh, du furchtbare Irre. Ich glaube, mein Blinddarm ist geplatzt. Ja, bestimmt ist dein Blinddarm geplatzt, ja? Also vor allem ihr Mistgirl habt doch angefangen. Herr Tantchen, ich habe gesehen, wie deine Tochter meine Chefin getreten hat. Warte, ich zeige es dir. Sie ging ein paar Schritte zurück und rannte direkt auf das böse Mädchen zu, um ihr einen Tritt in den Magen zu verpassen. Au, du Trottel. Boss, es tut mir leid, es tut mir so leid. Boss, die nennt einfach ihre Freundin Boss. Was ist das für ein Verhältnis so, wenn man, also, wenn man seine Freundin Boss nennen soll? Freundschaften sind auf Augenhöhe, da nennt nicht jemand, jetzt kloppen die sich oder was? Also die sind ja so dämlich. Und als die beiden hinausliefen, lachten Mama und ich uns kaputt. Was für Idioten. Später fand ich heraus, dass das ein paar Stadtgören waren, die auf einem Schulausflug ins Dorf gekommen waren. Mhm. Gott sei Dank. Okay, ja, wenn Stadtkinder ins Dorf kommen. Dank würde ich sie nie wiedersehen. Ein paar Tage später, als ich von der Schule zurückkam, sah ich zu meiner Überraschung ein großes Auto vor unserem Haus. Oh, deine Mom ist am Daten? Ich ging rein und sah einen wohlhabenden Mann, der mit meiner Mutter sprach. Die Ärzte halten es für sicher, dass Tara jetzt wieder in die Stadt zurückkehren kann. Ich kann dir nie genug dafür danken, dass du dich um mein Kind gekümmert hast. Oh mein Gott, das war gar nicht ihre echte leibliche Mutter, sondern nur eine Pflegemutter. Und das ist jetzt, glaube ich, ihr Vater. Moment, was? Was meinst du? Oh, Tara, oh, wie schön und erwachsen du bist. Moment. Wer bist du? Das ist ihr Vater. Was ist los? Mama. Und was sie dann sagte, stellte meine Welt auf den Kopf. Er ist dein richtiger Vater, Tara. Und deine richtige Mutter ist kurz nach deiner Geburt gestorben. Du hattest eine mysteriöse Krankheit und die Ärzte sagten, du müsstest bis zu deinem Teenage-Alter im Dorf aufgezogen werden. Also hat dein Vater dich bei mir gelassen und jetzt ist er hier, um dich zu holen. Okay, was gibt's denn für eine Krankheit, wo man im Dorf aufgezogen werden muss? Naja, auf jeden Fall, alles klar, ja, deswegen... Aber das ist hart natürlich, ja, das zu sagen. Also wenn das Kind halt zu klein ist, kann man sowas halt auch noch nicht sagen. Man muss halt einen guten Zeitpunkt finden. Und ich glaube, Tara ist ja jetzt zu dem Zeitpunkt 14, glaube ich jetzt, ne? 14, ja, das würde ich sagen, gar nicht so ein schlechtes Alter. Oder sagt man sowas schon früher? Ich weiß es nicht. Passt nicht. Sorry, Leute. Ich habe bisher wenig geschlafen. Daran gedacht mit... Ich war gestern noch im Fußballstadion Köln gegen Bayern. Das zu sagen? Und was bin ich? Ein weiteres Tier auf deinem Hof, das du hältst und weggibst, wann immer du willst? Ich dachte, du wärst meine Mutter.
Es tut mir leid, Tara, aber du bist nicht meine richtige Tochter. Dein Vater hat mir Geld gegeben, damit ich mich um dich kümmere. Und jetzt musst du mit ihm gehen. Ihre Worte waren ein schwerer Schlag für mich. Muss sie natürlich, weil, also, er ist der Erziehungsberechtigte jetzt so, aber es ist natürlich für sie natürlich eine, so, muss so eine komische Situation sein, wenn ein auf das andere so, du einfach einen neuen Papa hast einfach und mit dem du dich jetzt anfreunden musst und leben musst, so. Ich musste gehen und das tat ich schweren Herzens. Aber mein Vater schien wirklich nett zu sein und ich spürte, dass ich mich mit ihm anfreunden konnte. Dann ließ er eine weitere Bombe platzen. Anscheinend hatte ich auch eine Schwester. Ihr Name war Rita und sie war ein Jahr älter als ich. Ein paar Stunden später kam ich in meinem neuen Zuhause in der Stadt an, einem riesigen Herrenhaus. Als Papa mich hineinführte, sagte er einem Diener, er solle meine Schwester holen. Und als sie hereinkam, bekam ich fast einen Schlaganfall. Oh nein, es ist eine von den beiden Mädchen auf der Wiese, 100%. Es war eines der Mädchen, die ich im Dorf kennengelernt hatte. Ja. Der Handlanger des... Okay. Bösen Mädchens. Genau, also diese, die immer Boss sagt, ja? Ja, okay. Also die, nicht die dominante Freundin, sagen wir es so. Kummis, was hast du denn hier verloren? Ihr beide kennt euch? Ja, ich habe Ja, wir haben uns schon geprügelt. Also mein Ellbogen war schon auf meiner Nase. Ihr Ellbogen. Kuhfladen auf einem Schulausflug getroffen. Warum ist sie hier? Die nennen die einfach Kuhfladen. Papa, hör auf, sie so zu nennen. Ihr Name ist Tara. Und nicht Kuhfladen, genau. Ich habe dir gesagt, dass ich deine Schwester hole. Ja, aber ich dachte, das bedeutet, dass du mir ein süßes kleines Hündchen schenkst. Papa ermahnte sie, nett zu mir zu sein. Aber kaum hatte er den Raum verlassen, zückte sie ihr Handy und rief das gemeine Mädchen an. Kann sie auch mal was alleine machen? Hallo Chefin, ich habe wirklich eklige Neuigkeiten. Papa hat mir eine Schwester geschenkt und die ist aus Kuhmist. Ja, das gleiche Mädchen aus dem Dorf. Okay, ich werde weiter berichten. Over and out. Mensch, von allen Menschen auf der Welt musste ich ausgerechnet dieses verrückte Mädchen als meine Schwester haben. Es waren Sommerferien und die Schule hatte noch nicht begonnen. Ich dachte, ich würde mich mit Papa anfreunden können, aber er war oft nicht da. Naja, okay, wahrscheinlich ja, arbeitet halt viel. Meistens war er beruflich unterwegs und gab uns Geschenke, wenn er zurückkam. Aber sonst waren nur ich und Rita zu Hause. Und ich habe versucht, ihr so weit wie möglich aus dem Weg zu gehen. Ein paar Wochen später gab Papa ein großes Abendessen für einige Gäste und es war das erste Mal, dass ich bei einer solchen Party dabei war. Plötzlich kam Rita mit ein paar Sachen herein, die Papa auf seiner letzten Reise gekauft hatte. Papa, deine Geschenke sind immer so billig. Warum hast du mir einen Taschenrechner geschenkt, obwohl ich mir ein neues Handy gewünscht habe? Warte nur, bis ich deins klaue. Hö, sei doch dankbar, dass du so einen Vater hast, der dir Geschenke macht und du Sachen umsonst kriegst. Hä, warum so billige Geschenke? Ich hau dir gleich den Taschenrechner mal um die Ohren, du. Ein Handy wird deine Mathe-Note nicht verbessern, aber ein Taschenrechner könnte dir helfen, eine... Oh, okay. Rita F., also eine 6. Also sie scheint in Mathe echt schlecht zu sein. ...eine 4 zu bekommen. Also, jetzt geh und lass mich Tara den Leuten vorstellen. Oh, also er hat jetzt einfach die brave Tochter, weil Tara ist ja, glaube ich, ein sehr vernünftiges Mädchen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie gut in der Schule ist, aber ja, die Rita scheint ja schlecht in der Schule zu sein, auch ein bisschen dumm zu sein, so. Also, ne, mäßig, wegen der Freundin. Ja. Mal her, darf ich euch meine Tochter vorstellen? Leute, sie ist wirklich schlau. Zum ersten Mal fühlte ich mich schlecht für Rita. Papa hatte sie im Grunde vor allen Leuten... Ich meine, Rita ist so böse zu ihr und so arrogant. Und trotzdem hat sie irgendwie noch Mitleid. Also, ja, Tara hat echt ein großes Herz. ...dumm dastehen lassen. Eine Woche später kam ich in Ritas Schule. Also, Tara ist jetzt auf jeden Fall die Lieblingstochter von dem Vater. Und sobald wir das Gebäude betraten, lief sie zu ihrer Chefin, die Diana hieß. Sie grinste, als sie mich entdeckte. Diana, the Boss. Ey, die nennt sie echt Chefin. Da bist du also. Na, da hast du ja richtig Glück gehabt, nicht wahr? Guck mal, wie sie hinter ihr steht. So, hallo, du bist ein eigener Mensch mit einer eigenen Meinung. Aber ich sage nicht eine Sekunde, dass du hierher gehörst. Du wirst immer ein unzivilisierter Affe sein, dessen beste Freundin Kühe sind. Das ist ein Kompliment, denn Kühe sind toll. Und ja, ich bin sehr glücklich und reich genug, um einen Privatzoo für Esel wie dich zu haben. Die Kinder... Do not feed the Diana. Die um uns herum standen, kicherten laut und Diana sah wütend aus. Offenbar mochten viele Leute in der Schule sie nicht, weil sie gemein war. Okay, Tara scheint schlagfertig zu sein. Und mit mir wurden sie sofort warm. Ich habe in kürzester Zeit viele Freunde gefunden, denn ich konnte die Leute immer zum Lachen bringen. Bald erfuhr ich von einem Stand-up-Comedy-Wettbewerb in der Schule und ich meldete mich sofort an. In diesem Moment kam Rita angerannt, stieß mich zur Seite und schrieb auch Dianas Namen auf den Zettel. Oh je. Am Abend vor der Aufführung probte ich in meinem Zimmer mein Skript, als ich Rita bemerkte, die durch die Tür schaute. Hey, du kannst meine Witze nicht für Diana klauen. Als ob sie deine Witze bräuchte. Sie wird sowieso gewinnen. Wie kannst du dir so sicher sein? Meine Katze hat es mir gesagt. Katzen sind wirklich gut, die Zukunft vorauszusagen. Also gut. Okay.
Okay. Verrate mir etwas. Warum bist du gerne Dianas Lakai? Du bist doch genauso hübsch und reich wie sie. Mhm. Bist du verrückt? Miss Dianas Islands, Miss Ritas Islands. Diana ist so viel hübscher als ich. Ja, sie hat gar kein Selbstwertgefühl und ist halt einfach nur Dianas Handlanger. Aber warum hat sie keine eigene Meinung? Das nervt mich. Freunde, mal ganz kurz die Grüße gehen raus an Sona, Kaba, Edli, an Kari und an Atara, wenn du im nächsten Video auch grüßt werden willst. Folgt mir einfach auf Instagram und schreibt mir eine DM oder kommentiert einen beliebigen Beitrag. Eins von beiden. Aber ihr müsst mir folgen, Freunde. Und dann werdet ihr mit Glück auch gegrüßt. Wer? Diana! Das sagt sie, seit wir Kinder sind und sie würde mich nie anlügen. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, die macht sie sogar fertig und sagt, nö, ich bin die Schönste, du bist nicht so schön. Was ist das für eine Freundin? Diese Diana ist ein Teufel. Ich muss mein Klatschen für die morgige Show üben. Die ist evil. Dieses Mädchen war verrückt. Ja. Aber ich begann zu begreifen, dass sie nicht böse war wie Diana, nur wirklich dumm. Richtig. Die war einfach nur dämlich. So richtig dumm. Ja. Am Tag des Wettbewerbs habe ich auf der Bühne mein Bestes gegeben und einige Lacher geerntet. Hm. Und dann war Diana an der Reihe. Sie trat vor, schubst sie einfach weg, vor das Mikrofon und sagte... Hallo Richter, bevor ich anfange, möchte ich euch sagen, dass ich die schönste Comedy Queen dieser Schule bin. Ja, und jetzt, das ist aber nicht lustig, das ist eher nur eingebildet. Plötzlich lachte Rita auf. Sehr lustig. Nee Rita, das ist eigentlich noch nicht so lustig und das ist sehr unglaubwürdig, dein Lachen. Diana starrte sie an. Wo war ich? Ja, alle meine Freunde sagen, ich habe den besten Sinn für Humor. Und jetzt, oh mein Gott, was für ein Scherz, du bringst mich um, Diana. Und sie lachte so sehr, dass sie von ihrem Stuhl fiel. Alle fingen auch an zu lachen und Diana sah sehr verlegen aus. Rita ist jetzt einfach die Comedy-Show. Sie schrie und sprang von der Bühne hinter Rita her, die schrie, was Chef, du hast gesagt, ich soll lachen und das habe ich getan. Als später die Ergebnisse bekannt gegeben wurden, wurde ich zum Gewinner erklärt. Ich rannte glücklich nach Hause, um es Papa zu sagen, aber er war wie immer nicht zu Hause. Hm. Boah, wie groß war dieses Zimmer? Also rief ich ihn an. Papa, du wirst es nicht glauben, ich habe den ersten Platz im Comedy-Wettbewerb gewonnen. Du hättest sehen sollen, wie alle gelacht haben. Oh, das ist toll, Schatz. Ja, hier ist Dad. Hallo, kannst du mich hören? Ey, der legt einfach auf. Sie hat ganz stolz erzählt, dass ihr erster Platz wurde und er legt einfach auf. Okay, der, ja, also ich glaube, er ist kein schlechter Mensch so, er ist halt einfach sehr beschäftigt, aber das ist natürlich jetzt schon krass. Ein bisschen sollte man auch so ein bisschen Zeit und ein Ohr sollte man für die Kinder schon haben. Er hatte gerade den Hörer aufgelegt und in diesem Moment vermisste ich meine Mutter sehr. Sie wäre so stolz auf mich gewesen. Wahrscheinlich nicht, sie sagte, ich sei nicht ihre Tochter und schickte mich weg. Das würde sie auch nicht interessieren. Als ich zu meinem Zimmer ging, kam ich an Rita vorbei und sah sie auf ihrem Bett sitzen und wie ein Baby weinen. Hey, was ist los? Kann ich mich setzen? Ja, setz dich, aber ein bisschen weg von mir, denn der Boss sagt, dass Kuhmist stinkt. Digga, er hat, hallo, da hast du eine, denn der Boss sagt, sie ist eine Freundin von dir und ich würde noch sagen, sie ist nicht mal eine richtige Freundin. So, aber in der Freundschaft guckt man sich auf Augenhöhe an, was für Boss. Ach, komm schon. Jetzt sag mir, warum du weinst. Es geht um Diana, richtig? Ja, ich habe getan, was sie mir gesagt hat. Ich habe über ihre Witze gelacht, damit sie gewinnt. Aber jetzt ist sie sauer auf mich. Sie oh mein Gott, und deswegen weinst du? Du hast auch ein eigenes Leben. Hat mein Video heute nicht einmal auf ihrem TikTok-Account gepostet. Welches Video und welches Konto? Diana sie zeigte Queen. Mir Dianas TikTok-Konto und dass sie Ritas Videos hochgeladen hatte, in denen sie absurde Dinge tat. Wie sich auf einen Tisch stellen und einen dummen Tanz aufführen. Wie ein Frosch auf der Straße hüpfen und sich in einem Video sogar wie Dianas Hündchen zu verhalten. Was? Was? Die macht einen TikTok-Account mit ihrer Freundin und stellt sie da komplett bloß. Rita ist nur zu blöd, um das zu checken. Und Diana sammelt die ganzen Follower und die Beliebtheit sammelt sie ein. Obwohl Rita die Klicks generiert, beziehungsweise alle Jokes auf Kosten von Rita sind. Ha, was? Boah, diese Diana ist ein Teufel. Was zur Hölle? Ja, ich werde sicher gehen, dieses Video zu teilen. Dieses Mädchen ist so dumm, aber lustig. Dianas kleines Haustier ist urkomisch. Krass. Diana hat meine Schwester als Scherz benutzt, um Follower zu bekommen. Ja. Siehst du nicht, was das Problem ist, Rita? Richtig? Was? Diana macht mich populär. Nein, Rita. Vielleicht werde ich so berühmt, dass ich eines Tages in Komödien mitspielen kann. Nein. Rita sah sich gerade die Aufrufe ihrer Videos an und lächelte. Diese Diana war ein Idiot und ich musste mir etwas einfallen lassen, um ihr eine Lektion zu erteilen. Und gleich am nächsten Tag ging ich mit Rita in die Cafeteria und wir fanden Diana, die lautstark vor einer Gruppe von Mädchen prahlte. Du fährst zum ersten Mal nach Europa? Verliererin, ich war schon oft da.
Verliererin. Ja, und wenn jemand noch nie in Europa war oder verreist, dann ist es, das ist nichts Schlimmes. Eigentlich wollte ich mir am kommenden Wochenende die Modeschau in Paris ansehen. Ja, Diana. Aber meine alte Oma ist letzte Nacht gestorben. Ach, das hat meine Pläne total... Show cancelled, Show abgebrochen. Hat euch kreuzt. Und Rita fing an zu heulen. Rita weint? Ihr sagt mal, was, hä? Das macht mich jetzt richtig salzig schon wieder. Was ist Rita denn für ein Mensch? Oh mein Gott, was? Oma ist letzte Nacht gestorben? Aber warte, ich habe heute Morgen mit ihr gesprochen, als ich bei dir angerufen habe. Das macht keinen Sinn. Und sie sagte, ihr würdet am Wochenende ins Dorf fahren. Als Dianas Lüge aufflog und alle zu lachen begannen, schaute sie... Ja, Diana ist nur am Lügen. ...wütend rein. Du weißt gar nicht, was du für ein Vollidiot bist. Nein, sie ist einfach ehrlich und du bist ein Teufel. Warum kannst du nicht einfach deine Klappe halten, du doofe Nuss? Allein sie tut alles für Diana und sie beleidigt sie einfach zurück. Diana hob die Hand, um ihr eine Ohrfeige zu geben, aber ich ging dazwischen und stieß sie zurück. Wage es nicht, meine Schwester anzufassen. Bleib weg von ihr. Und du benutzt sie nicht mehr für blöde Videos oder irgendetwas anderes, Doofes. Du schwarzherziger Esel. Ich habe sie zu Boden geworfen und Rita ist auch reingesprungen. Während die beiden rangen und schrien, schnappte ich mir Dianas Handy und löschte das TikTok-Konto und alle Videos. Sehr gut. Wir wurden für ein paar Tage suspendiert, weil wir Diana angegriffen hatten, aber das war es absolut wert. Mhm. Papa war nicht böse auf mich, als er es herausfand, aber er ist total durchgedreht bei Rita. Du tust schon wieder nicht viel, um mich stolz zu machen. Und jetzt hast du dich auch noch suspendieren lassen. Ja, ich weiß nicht, was ich getan habe, um eine dumme Tochter wie dich zu verdienen. Rita ging weinend in ihr Zimmer und ich fühlte mich schrecklich. Später am Abend beschloss ich, mit Papa zu reden, damit er nicht immer so gemein zu ihr war. Ich ging in sein Arbeitszimmer, er war nicht da. Aber ich fand seinen Laptop geöffnet. Mit einer E-Mail von seinem Anwalt, die mich schockierte. Das von Taras Mutter hinterlassene Testament kann nicht geändert werden. Sie ist die Alleinerbin des gesamten Vermögens ihrer Mutter und du als Stiefvater bekommst nichts. Wir müssen einen Weg finden, um an das Geld des Waisenkinds heranzukommen. Warte mal. Ey, diese Story ist mir zu krass. Warte mal, es gibt noch einen Wendepunkt. Warte mal. Jetzt zu viele Bomben, die hier hochgehen. Dass die Mutter nicht die richtige Mutter ist, hat mich schon überrascht. Aber jetzt kommt heraus, dass der Vater auch nicht der richtige, sondern nur der Stiefvater ist. Und die verstorbene Mutter hat das ganze Geld an die Tochter und nicht an ihn. Und er will jetzt an das Geld kommen. Da scheint die Mutter scheint sehr wohlhabend zu sein. Moment. Dad war mein Stiefvater? Mhm. Meine Mutter hatte mir Geld hinterlassen und er versuchte es zu nehmen? Mhm. Warum schnüffelst du hier herum? Kannst du mir diese E-Mail erklären, Dad? Oder sollte ich sagen, Stiefvater? Ja, ich bin nicht dein Vater. Deine Mutter hat mich für einen anderen verlassen und dich bekommen. Aber dann sind beide gestorben und die Polizei hat dich bei mir gelassen, weil es sonst niemanden gab. Ich habe dich im Dorf bei einer armen Frau gelassen, die so sehr ein Kind wollte, dass sie nicht einmal Geld genommen hat. Jetzt habe ich dich zurückgebracht, weil ich dich brauchte, um mein Papier zu unter... Okay, also stimmt das mit der Krankheit gar nicht? Also hatte sie die Krankheit oder nicht? Schreiben. Aber es sieht so aus, und als... Er hat sie jetzt nur zurückgeholt, damit er das Geld bekommt. Ey, was ein Drecksack. Es würde es nichts nützen. Du kannst also zurück zu deiner idiotischen Mutter gehen, während ich mir etwas einfallen lasse. Und was ist mit meinem Geld? Das kannst du nicht haben. Oh ja, ich kann und ich werde. Was willst du dagegen tun? Ich konnte... Was geht denn da gerade ab? Oh mein Gott! Ich konnte nicht glauben, was ich da hörte. Dieser Mann war das pure Böse. Mhm. Ich rannte nach oben und fing an, meine Sachen zu packen. Ich wollte keine Minute länger hierbleiben. Nee. Aber als ich gerade gehen wollte, hörte ich Polizeisirenen und es waren Polizisten an der Tür, um Papa wegen Diebstahls und Betrugs zu verhaften. Sehr gut. Du hast die Polizei gerufen, Tara? Nein, das habe ich. Ich habe alles erzählt, worüber du und... Rita ist doch ein eigener Mensch und sie kann selber die Polizei rufen. Dad gesprochen habe, Tara. Und dann habe ich mich in mein Arbeitszimmer geschlichen und seine E-Mails an die Polizei geschickt. Mhm. Wie konntest du das deinem eigenen Vater antun, Rita? Weil du ein gemeiner Gauner bist. Und ein guter Vater bist du auch nicht. Mein ganzes Leben lang hast du mir gesagt, ich sei dumm und nicht gut genug. Nun, ich verdiene etwas Besseres als dich. Nehmt ihn mit. Die Polizisten nahmen ihn mit und ich drehte mich um, um Rita fest zu umarmen. Du bist fantastisch, Rita. Aber du verlässt mich trotzdem, um zu deiner Mutter zu gehen, richtig? Nein, ich nehme dich mit. Mama hat gesagt, sie hat Geld genommen, um mich zu behalten. Aber ich wusste in meinem Herzen, dass das nicht stimmt. Dein Vater hat sie dazu gebracht, das zu sagen, damit ich mit ihm weggehe. Mhm. Sie ist die tollste Mutter, Rita, und sie würde dich auch gerne haben. Bist du sicher? 100%. Los geht's. Oh, das war's. Ja, und die sind jetzt Freundinnen, aber ich glaube, mit Tara hat sie auch eine sehr gute Freundin jetzt am Start und viel, viel besser als die Diana. Der Vater ist aufgeflogen, die Diana hat ihre Lektion gelernt. Sehr, sehr gutes Ende. Sehr viele Wendepunkte, aber sehr, sehr coole, schöne Geschichte, Freunde. Das war's mit diesem Video. Lasst gerne Bewertung da. Hier könnt ihr mich abonnieren. Hier mein Insta, hier sind zwei andere coole Videos. Checkt die ab und bis morgen zu einem neuen Video. Ciao, ciao.